Vielen Dank. Und wie wir nun vereinbart haben, zum ersten inhaltlichen Tagesordnungspunkt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 24 an die Opfer religiös motivierter Gewalt erinnern. Ist ein Antrag auf Einreichung der FDP-Fraktion. Deswegen bitte ich zunächst die FDP-Fraktion, den Antrag einzureichen, CDU-Fraktion dann danach den Änderungsantrag vorzustellen. Und in der Fraktionsrunde beginnen wir mit der SPD. Wir fangen jetzt erstmal mit der Einbringung an, oder? Wo ist noch eine Unsicherheit? Den Rest schauen wir uns nochmal an. Gut. Herr Haase, bitte. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Abend des 4. Oktober 2020 fand in der Dresdner Innenstadt ein entsetzliches Verbrechen statt. Nur wenige Meter von den bekannten touristischen Sehenswürdigkeiten stach der 21-jährige Abdullah A. an der Ecke Rosmariengasse Schlossstraße auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 55 und 53 Jahren ein, die er zudem als homosexuell identifiziert hatte, mit zwei Messern von hinten. Der eine Mann verstarb aufgrund dieser Messerattacke kurze Zeit später im Krankenhaus. Der zweite, schwer Verletzte, konnte Gott sei Dank gerettet werden. Mittlerweile wurde Abdullah A. wegen Mordes durch das Oberlandesgericht Dresden verurteilt. In der offiziellen Pressemitteilung des Gerichtes vom 21. Mai 2021 wird das Motiv der Bluttat genannt. Ich zitiere: Nach dem Urteil des Senates wurde die Tat sowohl heimtückisch wie auch aus niedrigen Beweggründen begangen. Der wenige Tage zuvor nach gut dreijähriger Strafhaft entlassene Angeklagte islamischen Glaubens hatte sich bereits zwei Tage vor der Tat die späteren Tatwerkzeuge gekauft, um aus seiner Sicht Ungläubige zu töten und so für die Sache Gottes zu streiten. Er hoffte sich dadurch eine Kompensation seines als sündig empfundenen Lebens im Jenseits. Zitat Ende. Diese Tat, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat unsere Stadt erschüttert. Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet in unserem so beschaulichen Dresden, das manchmal fast betulich wirkt, so etwas geschehen könnte? Der Vorfall hat darüber hinaus ein enormes Echo auf nationaler Ebene hervorgerufen. Wieder einmal stand Dresden im Fokus negativer Berichterstattung. Diesmal waren es allerdings nicht die üblichen Verdächtigen vom rechten Rand des politischen Spektrums, sondern ein islamistischer Extremist. Dies wirkte auf eine überwiegend säkular geprägte Stadtgesellschaft extrem verstörend. Anschläge von Islamisten kannte man hierzulande nur aus dem Fernseher. So etwas passiert vielleicht in Paris, in Brüssel oder sonst wo in Europa, aber doch nicht bei uns im Elbtal. Seit dem 4. Oktober 2020 dürfte aber klar sein, dass wir uns den Bedrohungen einer globalisierten Welt nicht einfach entziehen können. Ja, der islamistische Terror hat seinen Weg auch zu uns gefunden. Er ist in das Herz unserer Stadtgesellschaft vorgedrungen. Das können wir nicht einfach ignorieren, totschweigen oder leugnen. Es geht vor allem deshalb nicht, weil die Politik sich sonst unglaubwürdig machen würde. Doch Glaubwürdigkeit ist ein wichtiger Pfeiler für die Akzeptanz unseres demokratischen Gemeinwesens. Unbequeme Wahrheiten dürfen daher nicht ausgespart werden. Der Islam hat wie alle anderen Religionen seinen Platz in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die auf einem toleranten Miteinander und dem religiösen Pluralismus beruht. Diese Werte sind nicht verhandelbar. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus und Homophobie muss deshalb konsequent auf allen Ebenen entgegengewirkt werden. Eine besondere Betroffenheit hat dieses feige Attentat in der LGBT-Gemeinschaft erzeugt. Wer denkt, hier ginge es um ein Randgruppenproblem, der irrt gewaltig. Islamistischer Terror greift nie nur ein bestimmtes Ziel an. Die Opfer sind lediglich Stellvertreter. Der eigentliche Feind des Terroristen sind die Freiheit, sind der Westen, unsere Lebensweise, unsere Kultur, unsere Werte, unsere Liberalität. Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns an diese Tat erinnern müssen. Es ist eben mehr als ein einfacher Mord auf offener Straße.
es geht eben nicht nur um vordergründigen Schwulenhass. Es geht um einen Angriff auf uns alle. Wir schlagen daher vor, einen Erinnerungsort zu schaffen, der diesem Gedanken Ausdruck verleiht, der zum einen Homo- und Transfeindlichkeit entgegentritt, zum anderen die gesellschaftspolitischen Dimensionen dieses Angriffs auf unsere Wertegemeinschaft verdeutlicht. Es stünde Dresden sicherlich gut zu Gesicht, wenn die Entscheidung heute hier mit einer möglichst großen Einmütigkeit zustande kommt. Die Erwartungshaltung, vor allem in der Community, ist riesengroß, dass zum ersten Jahrestag des Attentates ein klares politisches Zeichen in diese Richtung gesetzt wird. Eine jahrelange quälende Debatte, wie es sie zum Beispiel im Fall von Marwa El-Scherbini gegeben hat und die erst kürzlich im Übrigen auch mit den Stimmen der FDP endlich beendet werden konnte, sollten wir auf jeden Fall verhindern. Dies würde weder dem Opfer noch unserer politischen Verantwortung gerecht werden. Stimmen Sie daher bitte unserem Antrag in der vorliegenden Schlussfassung des federführenden Ausschusses zu. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hase, für die Einreichung. Und nun für den Änderungsantrag die CDU-Fraktion. Frau Nicolau. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Dresdnerinnen und Dresdner. Ich möchte jetzt nicht alles das wiederholen, was mein Kollege Herr Hase jetzt gerade gesagt hat, was zum Inhalt des Geschehens am 4. Oktober gewesen ist. Ich glaube, davon sind wir alle im Bilde. Ich möchte drei Dinge kurz erwähnen. Als allererstes möchten wir als CDU-Stadtratsfraktion den Hinterbliebenen von dieser Stelle heraus noch einmal unser ganz tiefes Mitgefühl aussprechen. Zweitens, wir als CDU-Stadtratsfraktion möchten ganz deutlich sagen, wir sind gegen jegliche Art von Gewalt und auch gegen jegliche Art von Mordtaten. Deshalb haben wir als Stadtratsfraktion uns zusammengesetzt, wir haben uns ein Meinungsbild geschaffen. Und jetzt kommt der eigentliche Änderungsantrag, so wie wir ihn vorgeschlagen hatten, doch etwas anders. Und zwar möchten wir zum Beschlussvorschlag des federführenden Ausschusses in Punkt 1 das Adjektiv religiös ergänzen, und zwar mit Komma vor homophob und transphob. Begründung, Herr Hase hat es gerade richtig gesagt, es war leider in diesem Fall ein religiös motivierte schreckliche Tat, und aus diesem Grund möchten wir, dass dieses Adjektiv ergänzt wird und bitten deshalb um Ihre Zustimmung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Nikolov. Wir kommen nun zu den beiden vereinbarten Rederechten. Zunächst für die SPD-Fraktion Herr Oskar Raphael Chirinos Lobo, den ich sehr herzlich nach vorne bringe. Wie vereinbart wird er seine Rede in englischer Sprache halten, und wir blenden dazu eine entsprechende Übersetzung auch ein. Welcome this evening for the next 5 minutes. The micro is yours. Sehr geehrter Herr Erstbürgermeister, dear city councillors, I'm very pleased to have the opportunity to speak to you today on this important motion. I'm Oscar Rafael Chirinos Lobo, and I'm a member of the board of the CSD Dresden FV, where I'm responsible for the projects of the refugees. Just over a year ago, a gay couple were victims of a cowardly assassination attempt in Dresden. One person lost his life, and his partner was seriously injured. This attack in the middle of our city was clearly an anti-gay motivated act. The perpetrator wanted to kill them because they were homosexual. That was the reason, and that's what we have to remember. Now, a memorial to the victims of homophobia and transphobia motivated violence should be built at the place of the crime. This was the CSD has demanded, and we're glad that Dresden wants to follow this request. As CSD, it is important to us to create a place of remembrance
an admonition, and we want to commemorate two victims in this place first. But we must also, and that's what the motion provides, homo and transphobic violence in general, thematize and remember the victims of this violence. Because hostility and hate against LGBTQ is still unfortunately the order of the day, also in Saxony and in Dresden. The focus of homosexuals, in this matter lesbian and gay people, but also all the other forms of sexual orientation and identity. So are trans people who unfortunately do not experience the social acceptance that homosexuals do. They are very often the target of attacks and contempt, unfortunately, and also from some political directors. As the CSD, is important to us that this memorial makes it clear that it's about homo and transphobic motivated violence. Yes, the reasons for this hatred against LGBTQ are many. They can be religious, political, ideological, or also based on education. Therefore, for our point of view, it would be now a good sign to limit this memorial just as religion as a cause. That's why I ask you to approve the motion in such a way that it commemorates the victims of homophobic and transphobic violence. Dear councillors, in the petition is also intended to establish a working group on the conception of the memorial. This should be also cooperate with the CSD Dresden. We received this, of course, and I can promise you that I will accept this task gladly and effectually accompany the process. We will talk about exactly about the design in the working group, but I would like to address a few thoughts that we, as CSD, have already made here. It is important to us that it not only becomes a physical place, there must also be a culture of commemoration with it, a culture that fills memory with life and content. We have in mind events, art, and education programs that address hostility against the LGBTQ people and that can also support those affected and the victims. We want this place of remembrance to become an effective tool against homophobia and transphobia. And this is why we ask for your support. Vielen Dank. Thanks very much. Good evening. Wir kommen zum zweiten erteilten Rederecht, Herr Martin Wunderlich. Seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten steht das Rednerpult Ihnen zur Verfügung. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Stadträtinnen und Räte, mein Name ist Martin Wunderlich. Ich bin heute hier in meiner Funktion als Pressesprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen, dem sächsischen Dachverband der Interessenvertretungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen im Freistaat. Ich danke der Fraktion Die Linke sehr für die Einladung, heute hier zu diesem sehr wichtigen Antrag sprechen zu dürfen. Am 4. Oktober wird sich der tödliche Messerangriff auf ein schwules Paar aus Krefeld in Dresden zum ersten Mal jähren. Beide Männer wurden aus homofeindlichen und islamistischen Motiven mit einem Messer attackiert. Eines der beiden Opfer verstarb an seinen schweren Verletzungen. Der Täter wurde im Mai dieses Jahres zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die anhaltende Gewalt gegen LSBTIQ hat einmal mehr einen traurigen Höhepunkt erreicht, der uns fassungslos, wütend und traurig macht. Und genau darum geht es hier und heute, wenn dieser Stadtrat darüber entscheidet, einen Erinnerungs- und Gedenkort für die Opfer homo- und transfeindlich motivierter Gewalt in Dresden zu schaffen. Es geht darum, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche sowie queere Menschen noch immer vielfach von Diskriminierung, Ausgrenzung sowie verbaler und physischer Gewalt in unserer Stadt und in unserem Land bedroht sind.
in der Straßenbahn, beim Einkaufen, im Fußballstadion, auch bei Behörden und beim Bummel durch die historische Altstadt. Erst 2019 hat unser Dachverband für Sachsen nachweisen müssen, dass das Ausmaß dieser Gewalt weit über das kriminalstatistisch erfasste Maß hinausreicht. Die vorurteils- und hassmotivierte Gewalt gegen unsere Communities ist bitterer Alltag, auch in Dresden. Und sie endet bisweilen tödlich. Dabei werden 90% der homo-, bi- und transfeindlichen Hassverbrechen nicht zur Anzeige gebracht. Das Vertrauen der Betroffenen in Polizei und Staatsanwaltschaften ist gering. Flächendeckende Sensibilisierung und Aufklärung sowie Prävention auch bei den Behörden stehen bestenfalls noch am Anfang. Es sind oftmals die Communities selbst, die Veränderungen anstoßen müssen. Der CSD Dresden e.V., ein Mitglied unseres Dachverbandes, hat frühzeitig und konsequent unser aller Aufmerksamkeit auf das abscheuliche Verbrechen vom 4. Oktober und die Hassmotivation gelenkt und einen Gedenkort ins Spiel gebracht. Dafür gilt dem Verein mein aufrichtiger Dank. Mit der Schaffung eines Erinnerungsortes für die Opfer homo- und transfeindlicher Gewalt hat Dresden die Chance, Wunden zu heilen und Verantwortung zu übernehmen für das am 4. Oktober letzten Jahres in unserer Mitte angegriffene schwule Paar, aber auch für alle queeren Menschen in der Stadt. Dresden hat die Chance, mit diesem Ort sich vorbehaltlos und uneingeschränkt solidarisch mit ihnen zu zeigen, aber auch mit allen Opfern von Hassverbrechen. Dieses Signal würde weit über die Stadt, ja weit über die Grenzen Sachsens hinausreichen. Dresden hat damit auch die Chance, sich gleichzeitig gegen jede Instrumentalisierung dieses Verbrechens zu wehren. Denn religiöser Fanatismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werden nicht erst durch Geflüchtete nach Sachsen importiert. Beide Phänomene sind globale, deutsche und sächsische Probleme, die konsequent durch Bildung, Inklusion und Prävention fokussiert und gelöst werden müssen. Rassismus und Islamfeindlichkeit stellen keine geeigneten Mittel im Kampf gegen LSBTIQ-Feindlichkeit dar und sind zu verurteilen. Ich wünsche diesem Stadtrat daher die Weitsicht, der Schaffung dieses Erinnerungsortes mit breiter Mehrheit zuzustimmen. Und ich wünsche diesem Stadtrat das Verantwortungsbewusstsein, dazu beizutragen, in Verbindung mit dem Erinnerungsort eine lebendige Gedenkkultur in der Stadt zu entwickeln, um Homo- und Transfeindlichkeit nachhaltig und konsequent entgegenzutreten. Werte Stadträtinnen und Räte, stimmen Sie diesem Antrag zu. Dresden verdient diesen Erinnerungsort, Dresden braucht diesen Erinnerungsort. Was diese Stadt und ihre queeren EinwohnerInnen jedoch nicht brauchen, sind strukturelle Diskriminierungen, alltägliche Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit und Hassgewalt. Schützen Sie die Leben Ihrer lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Mitmenschen endlich dort, wo wir längst sind, in der Mitte der Stadtgesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir beginnen mit der Fraktionsrunde. SPD-Fraktion ergänzend noch. FDP-Fraktion hat er eingebracht. Herr Hase, wollen Sie noch mal? Nein. Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Besson. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Grundsätzlich finde ich die Idee, Gedenkorte zu schaffen, sehr gut. Ich war auch einer der starken Befürworter, treibenden Kräfte bei der Suche nach einem Mare Eshabini-Denkmal. Ich habe mich auch mal halbwegs schützend vor diesen Obelisken geschmissen, als man den zu stark ändern wollte. Gedenkorte sind etwas Wichtiges. Und ich sehe ja heute hier ist eine recht große Einigkeit, bisher zumindest. Müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich möchte doch aber auf den Antrag und den Antragstitel und den Antragstext und auf Defizite hinweisen, die unsere Fraktion, die ich persönlich sehe. Ich möchte das demütigst nicht als Kritik
oder als sozusagen Wohlwollen für die Tat empfunden wissen. Ganz im Gegenteil, es ist eine schreckliche Tat und wir müssen uns daran erinnern, wir müssen damit umgehen. Zu dem Umgang gehört aber auch, dass wir verschiedene Seiten uns überlegen und diskutieren. Im Titel steht religiös motivierte Gewalt. Diese Wortgruppe suggeriert oder unterstellt eine Kausalität, die eigentlich so gar nicht existiert. Ja, also einem bestimmten Glauben anzugehören, also Muslim oder Muslima zu sein oder Christ oder irgendwas anderes, ist weder notwendig noch hinreichend, um jemanden ein Messer in den Rücken zu rammen. Also weder sind alle aus einer bestimmten Religionsgruppe sind in der Lage oder stechen Leute ab, noch kann ich sagen, jemand hat jemanden abgestochen, also muss es diese Religionsgruppe gewesen sein. Und in dem Unterton, in dem Antrag, schwimmt halt diese Kausalität mit. So. Das Zweite ist, und ich weiß nicht wirklich, was den Ausschuss geritten hat, die Worte homophob und transphob da reinzubringen. Eine Phobie ist eine Angst. Ja, also es ist, die Übersetzung in Deutsch ist Angst. Und Angst, Ängste können ja irrational sein für andere Leute. Ja, jemand hat Angst vor Spinnen, andere Leute verstehen das nicht. Jemand hat Angst vom Fahren im Fahrstuhl, andere Leute verstehen das nicht. Für die Person, die aber eine Phobie hat, ist diese Angst ganz real und wir müssen mit der Angst umgehen. Wenn ich homophob bin, dann hasse ich. Es hat mit Angst nichts zu tun. Ja? Also, wenn ich jetzt explizit in dem Antrag mich gegen Homophobie und Transphobie ausspreche, dann ist eigentlich sozusagen der Denkansatz falsch, denn was wir hier haben, ist einfach sinnloser Hass. So, und natürlich muss ich mich gegen sinnlosen Hass einsetzen, aber dieses Wort sozusagen möchte ich nicht so sehen. Was jetzt hier trans dann noch dabei ist, also natürlich ist das auch wichtig, aber LGBTQI sind ja noch mehr Buchstaben. Also warum jetzt gerade trans? Also das erschließt sich mir auch nicht. Und dann, gut, ich war nicht in dem Ausschuss, bin ich nicht drin. Aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man die Hinterbliebenen oder die Betroffenen mit einbezieht. Es ist jetzt dieser Punkt explizit rausgefallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es gut, wenn wir uns mit den Ereignissen, auch mit den schlechten und mit den schrecklichen Ereignissen in Dresden beschäftigen. Ich finde es gut, wenn ein Denkprozess da ist. Ich finde es gut, wenn in diesem Denk- und Rede- und Diskussionsprozess viele, viele Seiten sich gegenseitig zuhören. Ich sehe, meine Fraktion sieht in dem Antrag jedoch einige Defizite. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Freie Wähler. Frau Dagen, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kollegen, beide Anträge liegen uns also vor. Und diese unwürdige Rochade um den ursprünglichen Antrag der FDP zeigt meines Erachtens nach auf symptomatische Weise die Lage in diesem Land. Wenn aus Angst vor Instrumentalisierung der falschen Seite mit den eigenen Instrumenten der Relativierung, der Verharmlosung und des Verschweigens agiert wird und schlimmer noch, mit der Umkehr der Opfer-Täter-Prinzips, wo der Täter geschützt wird. Ein Täter im Übrigen, wir wissen es, der gefasst und verurteilt wurde, der, und das möchte ich gerne hier nochmal sagen, auf bestialische Art und Weise einen Menschen abgeschlachtet hat, der nicht geraubt, nicht gebrandschatzt, nicht geschändet hat, dessen einziges Vergehen in den Augen eines bereits 2017 als islamistisch eingestuften und gewalttätigen Schutzsuchenden darin bestand, offensichtlich homosexuell zu sein, ein Ungläubiger.
Und es ist nicht nur unwürdig, es ist eine offensichtliche Heuchelei, hier diese Wahrheit zu verschweigen, diese umzudeuten in beredtes und allgemeines Sprechen über Homophobie und Transphobie. Dies geschehen im Änderungsantrag der FDP zum eigenen Antrag und, wie ich beobachten konnte, durchaus auf Druck. Der Täter spricht gegenüber seinem Psychologen davon, er habe Gott geschworen, etwas zu unternehmen, Ungläubige zu töten. Das sind Zitate und dies alles ist nachzulesen auf einfache Art und Weise, auch nachzurecherchieren beim MDR. Und für die Spitzfindigen unter Ihnen, mit Gott meinte er nicht Jesus von Nazareth. Ich möchte Ihre Geduld allerdings natürlich nicht über Gebühr strapazieren, hier ist alles schon gesagt worden, und dennoch werde ich Ihnen zu Ihrer Kenntnis nur einige Länder verlesen, in denen noch immer, und dies im 21. Jahrhundert, Homosexualität unter Strafe, auch unter Todesstrafe steht. Im Sudan, Somalia, Mauretanien, in Nigeria, in Uganda, im Irak, im Iran, in Jemen, Saudi-Arabien, Bangladesch, Pakistan und Malaysia, in mehr als 70 Staaten. Und dies, bitte sehr, vornehmlich aus religiösen Gründen. Sagen wir doch, was ist. Benennen wir doch Ross und Reiter und stellen wir doch bitte ganz ehrlich die kausale Beziehung zwischen Ursache und Wirkung her. Unter der Maßgabe darf ich der CDU sehr dankbar sein, dass sie, und ja, Entschuldigung, nun wird es ein bisschen dialektisch, einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag der FDP hin zu deren eigentlichen Ursprungsantrag gestellt hat. Dieser ist für uns als Freie Wähler vollständig zustimmungsfähig. Der geänderte FDP-Antrag ist es aufgrund seiner Rückgratlosigkeit nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, CDU-Fraktion. Im Moment ich noch mal, Bündnis 90 Grüne, Frau Filius-Jähne, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte erst mal zu dem Ursprungsantrag zurückgehen, in dem mir eine Sache von Anfang an sehr gut gefallen hat. Das war nämlich die Tatsache, dass es hier, dass der Anspruch formuliert wurde, dass man die angemessene Schaffung eines Erinnerungsortes sich wünscht und hierfür nicht nur Dresdner Initiativen, sondern auch eine renommierte Stiftung, die als versierter Bundesakteur in solchen Dingen bekannt ist, nämlich die Hirschfeld-Stiftung, mit einzubeziehen, sodass man dann hoffen kann, dass das Ganze auch wirklich angemessen umgesetzt wird. Und jetzt muss ich sagen, Frau Nikolov, ich fange mal mit Ihnen an. Sie haben vorher gesagt, ja, also das muss jetzt unbedingt noch wieder hinzugefügt werden. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, ich habe darauf gewartet, dass Frau Dagen, von der ja bekannt ist, dass sie eine Islamphobie hat. Und ich möchte hier sagen, der Islam, die Religion ist der Islam. Islamismus ist für mich keine Religion. Islamismus ist tatsächlich Terrorismus. Und ich bin jederzeit bereit, in diesem Stadtrat, auch gerne in Arbeitsgruppen, mich mit dem Thema Islamismus und seinen wirklich schrecklichen Folgen auseinandersetzen. Aber Herr Haase hat es ja hier auch noch mal beschrieben und auch die Redner, die Vorredner, die wir als Gast eingeladen haben, wir haben es hier mit einem ganz konkreten Verbrechen zu tun. Und wie gesagt, Frau Nikolov, wenn man da anfangen würde, es gibt so viele Motive für Hassverbrechen, wenn wir die alle aufzählen würden, dann würden wir niemals ein angemessenes Denkmal hinbekommen, weil wir da also allumfänglich uns generell allen Opfern von Hassverbrechen widmen müssten. Und deswegen muss ich sagen, ich bin jetzt, ja, wie soll ich sagen, ich
kann mir ja vorstellen, was die Motive sind, die dahinter stecken, aber wir haben, und es war kein Druck, den Frau Dagen beobachtet hat, sondern wir haben im Kulturausschuss eine Auszeit genommen und haben tatsächlich die Fraktionen von CDU, Grünen, Linken und SPD zusammengestanden und haben sehr genau überlegt, wie können wir das so gemeinsam formulieren, damit genau das passiert, was man sich hier vorher bei den Vorrednern auch gewünscht hat, nämlich eine breite Mehrheit für diese sensible Angelegenheit. Und da muss ich jetzt einfach sagen, wenn Sie einen dann ganz breit gefassten Beschluss, und ja, wir können die Überschrift nicht mehr ändern, die bleibt ja, das ist so, wenn das mal im System ist, aber wir haben uns aus gutem Grunde bei dem konkreten Fall für die im Ausschuss dann formulierten Worte entschieden. Und wenn man das jetzt hier kurz vor knapp im Prinzip diesen Konsens wieder aufkündigt, dann ist das der Sache nicht zuträglich. Und deswegen, wir können uns jetzt auch dem Antrag der CDU auch in der neuerlichen Fassung nicht anschließen und werden dem Änderungsantrag nicht zustimmen. Und ich hoffe, wie Herr Hase es formuliert hat, und die FDP ist Antragsteller, dass der Ausschussbericht eine breite Mehrheit bekommt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. In der fraktionsfreien Folge AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, für ein freies Land ist es absolut unvorstellbar, dass ein Mensch einen anderen aus religiösen Motiven tötet. Wir waren der Meinung, dass die Völker Europas religiös motivierte Gewalt in einem langen und viele Opfer fordernden Prozess endgültig hinter sich gelassen hatten. Warum haben wir es zugelassen, dass derartige Taten bis hin zum Mord seit einigen Jahren schon wieder fast zu unserem Alltag gehören? Es gibt keinen Gott, der solche Taten rechtfertigen könnte, und übrigens auch keine psychiatrische Ausnahmesituation. Die AfD-Fraktion ist der Meinung, dass wir in Dresden eine Stätte des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer brauchen. Der FDP-Antrag in seiner ursprünglichen Fassung entspricht unserer Intention. Mit der Änderung im Kulturausschuss, der die Opfer religiös motivierter Gewalt nun plötzlich durch die Opfer homophober und transphober Gewalt ersetzt, können wir nicht mitgehen. Sie wird im konkreten Anlass, dem Mord bzw. versuchten Mord an dem homosexuellen Paar, durch einen polizeibekannten islamistischen Gefährder vor fast einem Jahr mitten in Dresden ebenso wenig gerecht wie der Gesamtsituation in unserer Stadt und unserem Land. Ich beantrage deshalb, den ursprünglichen Antrag der FDP zur Grundlage der Abstimmung zu machen. Natürlich ohne Punkt 3, wie die Angehörigen das gerne möchten, und mit geändertem Datum auf den 30.03.2022. Auch der neue Änderungsantrag der CDU trifft es nicht wirklich. Warum lassen Sie die einseitige Einbindung der Interessenvertreter da drin stehen? Damit gehen auch Sie der Umdeutung auf den Leim. Es gibt nämlich ein entscheidendes Merkmal, dass das Verbrechen von Dresden mit weiteren sich in den letzten Jahren häufenden Straftaten gemeinsam hat. Der Täter handelte aufgrund seiner Interpretation an der Religion und der darauf beruhenden kulturellen Sozialisierung, die mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Terrorakte, Verbrechen und sonstige Straftaten aus diesem Milieu treffen aber nicht nur homo- und transsexuelle Menschen. Sie treffen Frauen, weil sie Frauen sind. Denken Sie an Würzburg, da wurden 6 Frauen angegriffen, einige starben. Oder an die Ehrenmorde, die teilweise auch aus diesem Täterkreis vorgenommen werden. Und auch aus Dresden haben wir Nachricht bekommen, dass es in der Vergangenheit sowas schon gegeben haben soll. Sie treffen Menschen, deren Lebensentwurf oder religiöse Einstellung, sind es nun Juden, Christen, Ex-Muslime oder sogar moderate Muslime, im Weltbild dieser religiösen Fanatiker keine Existenzberechtigung hat. Sie können sogar jeden treffen, jeden wie am Breitscheidplatz in Berlin, wo die Opfer mehr oder weniger zufällige Besucher eines Weihnachtsmarktes waren.
Von 697 in Deutschland bekannten Gefährdern wird bei 596 eine religiöse Motivation angenommen. Der Mörder von Dresden war einer von ihnen. Wir stehen in der Pflicht, das alles klar und deutlich auszusprechen. Wer hier wegschaut, umdeutet, relativiert oder sogar vertuscht, macht sich moralisch mitschuldig. Warum wollen Sie also eine Opfergruppe herausgreifen? Geht es dabei um die ideologische Deutungshoheit? Geht es dabei wieder einmal um eine Hierarchie der Opfer? Oder geht es gar um die Etablierung einer Identitätspolitik? Und, liebe Frau Filius-Jene, was Islam ist, legen sicher nicht Sie fest. Dann fragen Sie mal islamische Rechtsgelehrte, fragen Sie Angehörige dieser Religion, auch wenn sie noch so extremistisch und radikal sind. Die werden Ihnen sagen, was Sie unter Islam verstehen. Religiös motivierte Übergriffe bis hin zum Mord haben in unserem Deutschland, in unserem Europa nichts zu suchen. Ich denke, da sind wir uns wohl weitgehend einig. Deshalb will die AfD-Fraktion an alle Opfer religiös motivierter Gewalt erinnern und entsprechend die Gedenkstätte auch für alle ausgestalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe noch eine Wortmeldung von Frau Dagen. Nur eine kurze Wortmeldung, und zwar in Richtung Frau Filius-Jene. Sie zitieren, ich darf Sie zitieren, es ist hinreichend bekannt, dass Frau Dagen, also ich, islamophob ist. Ich stelle fest, dass das eine unwahre Behauptung ist, die auf keinerlei faktischem Grund steht. Und ich sage Ihnen, dass das eine justiziable Behauptung ist und ich werde dies juristisch prüfen lassen. Dies ist Verleumdung in der Öffentlichkeit. Das sage ich Ihnen hier an dieser Stelle. Weitere Worte? Okay, stimmt eigentlich genau, weil neben dem Gastredner, da ist noch drin stand, vielen Dank. Natürlich, Leo Lenz, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Beigeordnete, liebe KollegInnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und im Stream. Wir haben es jetzt heute schon ein paar Mal gehört, aber ich möchte es auch noch mal sagen, es ist jetzt wirklich fast genau ein Jahr her, dass mitten in Dresden ein schwules Paar Opfer eines Messerangriffs wurde. Thomas L., eine der beiden Personen, erlag dabei den Verletzungen. Es war ein islamistischer Mordanschlag aus Homofeindlichkeit und eine Tat, die uns alle und die komplette Community fassungslos macht. Wir bedauern den Tod und sprechen der Familie und Freundinnen der Opfer unser tiefes Beileid aus. Für den Antrag der FDP, der eine Reaktion auf diese schreckliche Tat ist, möchte ich mich auch noch einmal bedanken. Gleich zu Beginn will ich aber sagen, dass wir dem Änderungsantrag der CDU nicht zustimmen werden. Es ist gut und richtig, dass der Kulturausschuss die Änderung vorgenommen hat, die auf den eigentlichen Kern der Sache verweisen. Der Täter hat aus Homofeindlichkeit gehandelt und das muss auch klar benannt werden. Der Hass kann aus einer radikalen Religionsauslegung gewachsen sein, aber die Verschleierung davon, dass es sich hier um eine queerfeindliche Tat handelt, ist symptomatisch für unsere Gesellschaft. Es ist schon etwas beschämend, dass die CDU jetzt wieder hinter diese wichtige Präzisierung zurückgehen will und ein Erinnerungswort für die Opfer religiös, transhomofeindlicher vorher nur für die religiös motivierter Gewalt und nicht für die Opfer homo- und transfeindlicher Gewalt errichten möchte. Reden wir dann, wenn wir über einen Erinnerungsort für die Opfer religiös motivierter Straftaten diskutieren, auch über anders religiös motivierte Taten oder passt es eigentlich ganz gut, dass der Islam wieder zum Feindbild erklärt werden kann? Denn so ehrlich müssen Sie doch sein, der Islam ist mitnichten die einzige Religion, die in einer fundamentalistischen Auslegung Homo- und Transfeindlichkeit Vorschub leistet. Nein, dasselbe gilt auch für andere Weltreligionen und religiösen Extremismus, auch für das Christentum. Das sollte uns bewegen, denn die Auswirkungen, die physische und psychische Gewalt, die queere Menschen dadurch erleben und erleiden, findet in unserer Kultur, in unserem Bundesland und vor unserer eigenen Haustür statt. Sogenannte Konversionstherapien sind in evangelikalen Kreisen keine Ausnahme. Der menschenfeindliche Versuch, sexuelle Orientierung umzukehren, wegzutherapieren und wortwörtlich wegzubeten, hat hunderten queeren Menschen großes Leid zugefügt.
Die Berichte von betroffenen Personen sind aufwühlend und alarmierend. Das erst letztes Jahr beschlossene Verbot, diese Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen, geht Betroffenen und der Selbstvertretung längst nicht weit genug. Wir als Fraktion Die Linke bleiben dabei. Es braucht einen Erinnerungsort gegen homo- und transfeindliche Gewalt, der all das Gesagte einschließt, der deutlich macht, dass wir in unserer Stadtgesellschaft keinen Raum dafür lassen und uns klar an die Seite der Opfer stellen, ganz gleich, ob die Radikalisierung aus religiösem Fundamentalismus oder rechter menschenfeindlicher Ideologie erfolgte. Wir können nicht jede Tat verhindern, aber wir können sie ins Bewusstsein rücken und sichtbar machen und sie zu einem Teil der Dresdner Erinnerungskultur werden lassen. Und Erinnerungskultur ist mehr als der Bau von Denkmälern. Sie ist vor allem ein Bildungsauftrag. Wie sieht denn bisher die queere Erinnerungs- und Gedenkkultur der Stadt aus? Eine der bedeutendsten Frauen der queeren Geschichte zum Beispiel, Lilly Elbe, ist in Dresden gestorben und begraben, nachdem sie sich hier eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen überhaupt unterzogen hat. Sie hat sich den Nachnamen Elbe ausgesucht, damit sie immer wieder an diese Stadt erinnert wird, die ihr ein neues Leben geschenkt hat. Vor 10 Tagen war ihr 90. Todestag. Da möchte ich mich bei Frau Klepsch bedanken, dass sie wenigstens zu diesem Anlass eine Pressemitteilung rausgegeben hat, aber zugleich wäre doch so viel mehr möglich gewesen, um diese inspirierende Person und ihre Biografie bekannter zu machen. Offizielle Veranstaltungen an dem schön gestalteten Grab, eine Ausstellung, Diskussionen im Rathaus zu den Belangen von Transpersonen in Dresden heute, eine Plakatkampagne oder ein offizieller Pressetermin mit dem Oberbürgermeister. Wir haben also noch viel zu tun und nachzuholen. Nicht weniger gilt es, auf die Aufarbeitung und an das Gedenken an die im NS verfolgten homosexuellen Menschen zu gedenken, deren Leid oft im Verborgenen bleibt. Erinnern und Mahnen bleibt hier nicht dabei stehen, den Blick zurückzurichten, sondern gibt uns den klaren Auftrag, in der Gegenwart den Menschenfeinden mutig entgegenzutreten. Leider reicht die Zeit nicht aus, um dieses wirklich wichtige Thema weiter auszuführen, und es wäre wert, eine eigene Initiative dazu zu starten. All das macht deutlich, es braucht einen Ort, der an die schreckliche Tat erinnert, die sich im letzten Jahr mitten in unserer Stadt ereignet hat. Dieser Ort kann und soll zu einem starken Symbol werden, das sich Dresden zu Weltoffenheit und Vielfalt bekennt und zu einer angstfreien und gewaltfreien Stadtgesellschaft. Eine Erinnerungsstätte schafft Sichtbarkeit und verhilft dazu, dass die Taten nicht in Vergessenheit geraten. Sie kann ein Ort der Stille und Trauer sein, aber auch ein Ort, der zeigt, wie viel noch zu tun bleibt und uns antreiben kann. Wir alle können dazu beitragen, dass Respekt und Empathie unseren gesellschaftlichen Umgang prägen, dass Homo- und Transfeindlichkeit nicht hingenommen und schon gar nicht geduldet werden. Lassen Sie uns mit der Entscheidung für einen solchen Erinnerungsort heute damit beginnen. Dankeschön. Vielen Dank. Ist seitens der einreichenden Fraktion Schlusswort gewünscht? Herr Hase, bitte zum Schlusswort. Ich glaube, wir haben eine sehr sachgerechte und sehr konzentrierte Debatte gehört, die meines Erachtens bis auf wenige ganz geringe Ausschläge auch nicht entgleist ist. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Stadtrat, nach dem, was wir hier auch mitunter bei anderen Themen erlebt haben. Ich bedanke mich also auch ganz ausdrücklich für die auch sehr differenzierten Redebeiträge, die zum Beispiel von den Gastrednern gekommen sind, aber auch jetzt zum Schluss von Leo Lenz, die nochmal einige Aspekte, die vielleicht auch nicht so ausführlich in unserem Antrag dargestellt worden sind, nochmal hervorgehoben haben. Ich glaube, ganz wichtig ist es heute, sozusagen dieses Zeichen hier zu senden, und ich hoffe, dass wir wirklich eine große Mehrheit dafür bekommen. Ich will noch einmal auf die Kritik eingehen, die an von der einen oder anderen Stelle gekommen ist, zu unserem Antrag. Herr Dr. Schulte-Wissermann, es ist natürlich sehr schön, wenn Sie uns ja alle belehren, was wir alles falsch machen. Vielleicht wäre es dann gut gewesen, wenn Ihr Vertreter im Ausschuss sich da inhaltlich in die Diskussion eingebracht hätte und auch heute hier geredet hätte. Sie haben ja selber zugegeben, dass Sie gar nicht dabei gewesen sind und eigentlich da auch nichts zu sagen können. Ja, und Frau Dagen, an Sie gerichtet, wenn Sie uns wieder Rückgratlosigkeit vorwerfen, wo ist denn der Antrag der Freien Wähler zu dem Thema? Warum haben Sie sich denn nicht mit dem Thema politisch beschäftigt? Aha. Der Ursprungsantrag, ja, das ist aber der FDP-Antrag. Wo ist denn der Antrag der Freien Wähler, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also von daher braucht man das sozusagen auch nicht ernst nehmen, was Sie hier absondern. Ich bitte Sie um eine möglichst breite Zustimmung für den federführenden Ausschussbericht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir
treten nunmehr ins Abstimmungsverfahren ein. Wir haben einen Bericht des federführenden Ausschusses. Dazu gibt es einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Es gibt einen insofern weitergehenden Änderungsantrag, den Frau Schöps eingebracht hat, und zwar um Abstimmung des ursprünglichen Antrags. Ich würde also zunächst geschäftsordnend die Frage stellen, wollen wir über den ursprünglichen Antrag anstelle des federführenden Ausschussberichtes abstimmen? Wenn das dann abgelehnt wird, würde der Änderungsantrag CDU-Fraktion und dann der federführende Ausschussbericht. Ich rufe also zunächst geschäftsordnend den Antrag von Frau Schöps auf Abstimmung des ursprünglichen Antrags. Wer den ursprünglichen Antrag abstimmen möchte, der bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Es ist bei 16 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann damit zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 28 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls abgelehnt. Und ich komme zum federführenden Ausschussbericht und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem wurde bei 36 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen zugestimmt. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 24 abgeschlossen. Ich bedanke mich bei den Gastrednern. Wir haben eine persönliche Erklärung. Ja, eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Auch gegen meine Fraktion habe ich gegen diesen Antrag gestimmt. Und zwar, weil ich Leo Lenz vollumfänglich zustimme. Und es macht mich ein bisschen nachdenklich, dass wir mit Wortklaubereien tatsächlich den ursprünglichen Gedanken ganz vergessen haben. Die Nazis haben die Juden verfolgt und unterdrückt. Das Christentum hat Schuld auf sich geladen mit den Kreuzzügen. Und tatsächlich, Leo Lenz hat völlig recht, wenn man in der Geschichte zurückguckt, gibt es religiös motivierte Gewalt in allen Kulturen. Und man muss das eigentlich genauso aussprechen. Es hat mir gefallen, was Leo Lenz gesagt hat. Und ich finde tatsächlich, dass der Ursprungsantrag der FDP zu kurz schießt. Und deswegen habe ich dagegen gestimmt.